Drei-Tages-Orakel vom 18. bis zum 20. Juni 2018 mit Musik. Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Michelle Dee, ich bin zertifizierte Kartenlegerin, vergleiche auch mit der Numerologie, mit der Astrologie, auch mal mit dem Human Design System, um dich bestmöglich persönlich weiterzubringen. Zum Zweiten bin ich auch Musikerin und Sängerin und am Ende von fast jedem Film, welchen ich für euch mache, gibt es ein musikalisches Werk, etwas selbstproduziertes oder was mit Band, immer was anderes. Also es lohnt sich hier auch quasi bis zum Schluss zu schauen oder mal zu spulen, einfach so, wie du gerne dieses Video anschauen möchtest. Und jetzt haben wir das Drei-Tages-Orakel auf Deutsch. Ich mache jeden Tag ein Drei-Tages-Orakel und insgesamt in drei verschiedenen Sprachen. Mein Kanal, also bitte nicht wundern, wenn da jetzt irgendwie was auf Polnisch oder auf Englisch noch kommt. Das Deutsche, das seht ihr dann auch im Titel vorne, ist da so ein D. Und nur so zur Info. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich ziehe euch jetzt heute eine Karte. Manchmal mache ich ein ganzes Orakel, manchmal nur eine Karte. Und diesmal gerne aus dem Erzengel Gabriel Kartendeck von der Doreen Virtue. Alle Kartendecks findest du auch unten in der Infobox gelistet. Dann kannst du diese auch bei Amazon zu einem sehr, sehr fairen Preis bestellen, wenn du magst. Und die vielleicht im Laden nicht gefunden hast oder irgendwie so. Okay? So, wir haben einmal die Karte Collage. Das sieht man. Ich lese vor. Collage. Erstelle eine Collage aus Bildern und Worten, die dich inspirieren. Und da kommt mir sofort in den Sinn das Wort oder der Begriff Vision Board. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Vision Board ist. Für die, die das nicht wissen, erkläre ich es gerne. Es ist im Grunde genommen auch eine der vielen Techniken, um Energie anzuziehen oder um sein Leben zu gestalten, im Grunde genommen etwas zu manifestieren. Da gibt es zum Beispiel einmal das Feng Shui. Ich denke, da haben auch viele davon schon gehört. Und da geht es einfach darum, dass wir im Grunde genommen unsere unbewusste Aufmerksamkeit auf eine gewisse Energie lenken. Das kann man zum Beispiel machen durch Gestaltung sehr, sehr stark. Und hier erkläre ich im Grunde genommen eigentlich nur den gestalterischen Aspekt des Feng Shui. Und ich finde, die Gestaltung eines Vision Boards ist so etwas. Also ein Vision Board ist eine Collage tatsächlich, also so wie es hier auf der Karte steht. Meine persönliche Interpretation ist halt dann eher das Vision Board hier in diesem Fall. Weil das ist auch so, ich als Kartenlegerin intuitiv ist mir das jetzt auch so eingefallen, das eben so zu interpretieren. Wir sind ja hier auf einem spirituellen Kanal, da sind ja auch spirituelle Karten und wir, die Technik der Manifestation ist im Grunde genommen ja auch sehr, sehr stark angelehnt und passt auch gerade zum Bild der Collage oder zu dieser Message. Wir transportieren im Grunde genommen unsere Worte schon in die materielle Welt, indem wir sie materialisieren durch Bilder, durch Einrichtungen. Zum Beispiel jetzt im Bagua, im Feng Shui, haben wir dann zum Beispiel verschiedene Ecken für verschiedene Energien, ja. Und dann wird dann zum Beispiel gesagt, wenn du mehr Geld verdienen willst oder mehr Geld haben möchtest, dann kannst du dann halt bei der Tür hier ganz links in der Ecke dann zum Beispiel den Geldfluss anregen durch Geldscheine, durch Münzen. Wobei ich würde da eher Geldscheine bevorzugen als Münzen. Durch alles, was für dich Reichtum, aber auch Wohlstand. Wohlstand kann natürlich auch im viel weiteren Sinne gemeint sein, wenn du dir ein Auto wünschst oder so. Zum Beispiel, ist nur ein Beispiel. Oder die Liebesecke wäre dann zum Beispiel ganz rechts an der Tür, also vom Bagua jetzt gesprochen. Es gibt aber auch noch die Himmelsrichtung und noch viel, viel andere Techniken, die aber jetzt hier den Rahmen sprengen würden. Aber eigentlich ist das Prinzip immer das Gleiche. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit schon auf das, was wir haben möchten und ziehen es schon ins Leben, indem wir dafür sorgen, dass es schon da ist. Ja, und das können wir durch ein Vision Board machen. Zum Beispiel, du wünschst dir, was weiß ich, ein Haus, du wünschst dir den Lebenspartner, du wünschst dir ein Kind, du wünschst dir, dann machst du eine Collage und tust diese ganzen Bilder, ob du die nun selber malst, irgendwo ausgeschnitten hast oder egal wie du das gestaltest, schau mal so in die materielle Welt, indem du es schon materialisierst und an einen zentralen Punkt deiner Wohnung oder deines Zimmers hängst, um es immer zu betrachten. Und irgendwann schaltet das Unbewusste ein und das Universum sorgt dann dafür, dass du das auch nach und nach ins Leben ziehst. Das ist kein Quatsch, das ist etwas, das habe ich auch selber sehr oft erlebt und ich benutze solche Sachen auch. Und mit der Zeit, man muss halt mal geduldig bleiben, aber mit der Zeit passt es dann auch oft. Und
geht auch in Erfüllung. Ja, genauso mit Feng Shui, das könnt ihr auch machen halt. Und das ist so, für mich ist das halt ein Vision Board, diese Karte der Collage. Ja. Okay, das war jetzt hier mein kleines 3-Tages-Orakel. Danke fürs Anschauen, Liken, Teilen und fürs Abonnieren. Und nun lade ich dich ein zum Lied. Das war eure Michelle D. Bye. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht gerade an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Kriegsminister gibt's nicht mehr.